Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Engeler JS. Hallo Welt, Teil 2. Diesmal mit einer neuen Direktive und einem neuen Filter. Bei diesem Beispiel gibt es zwei Eingabefelder vom Typ Number, also numerische Werte, und einmal mit der Variable x, die ich bestimme durch ng-Modell. Ist gleich in doppelten Anführungszeichen x. Also, was ich in das Eingabefeld 1 eingebe, das ist dann der Wert der Variable x. Und dann noch ein zweites Eingabefeld, ebenfalls vom Typ Number. Und zwar ist hier die Variable y. Und dann im Div-Container, geschweifte Klammer auf, x plus y, geschweifte Klammer zu, werden dann x und y, was ich in Eingabefeld 1 und 2 eingebe, addiert. Und das Ergebnis sieht wie folgt aus: Speichern und Seite neu laden. Und dann kann ich gleich hier rechnen, zum Beispiel 2 plus 6 gleich 8. Das geht mit anderen Rechenoperationen natürlich genauso, zum Beispiel x mal y. Speichern, Seite neu laden, zum Beispiel 2 mal 6 gleich 12 und so weiter und so fort. Manchmal ist es erforderlich, dass man irgendwas in ein Eingabefeld eingibt. Und wie verklickert man das dem Benutzer, dem Besucher? Und zwar mit der Eigenschaft required. Das schreibe ich hier einfach noch bei dem Eingabefeld hinzu, required, dann beim zweiten Eingabefeld auch noch, dann speichern, Seite neu laden. Und hier gibt es oder hier gab es noch keine Eingabe, also gibt es einen roten Rahmen. Wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, dann ist der rote Rahmen weg. Also required heißt dann immer so viel wie: Zeig mir einen roten Rahmen an, wenn noch nichts eingegeben wurde. 2 und 6 gleich 12. Dann kommen wir jetzt zur ersten Direktive. Und zwar zur Direktive ng minus init. Dadurch kann ich schon Standardwerte festlegen. Zum Beispiel von Variable x ist gleich zum Beispiel 10 und Semikolon y ist gleich 3. Das heißt, wenn ich ins Eingabefeld noch nichts eingegeben habe, dann ist x automatisch gleich 10 und y automatisch gleich 3. Das wird beim Eingabefeld auch gleich angezeigt. Also speichern, Seite neu laden. Also gibt es hier im Eingabefeld schon von vornherein einmal den Wert 10 und den Wert 3. Die Werte kann ich natürlich auch wieder ändern, zum Beispiel 7 mal 6 gleich 42. Und dann zum Schluss noch zum Filter. Und zwar heißt der Filter Number. Und mit dem Filter kann ich festlegen, wie viele Zeichen oder wie viele Nummern nach dem Komma angezeigt werden, wenn es jetzt Kommazahlen sind. Und zwar senkrechter Strich, dann Number, Doppelpunkt. Ich will jetzt zum Beispiel, dass nur drei Stellen nach dem Komma angezeigt werden. Also Number, Doppelpunkt 3. Speichern und Seite neu laden. Das Ergebnis ist momentan 30,000. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch eingeben, irgendwas anderes, zum Beispiel 34,678923. Und bei dem zweiten Eingabefeld zum Beispiel 56,234567 und so weiter. Und mit dem Filter sieht das eben so aus. Es werden nur drei Stellen nach dem Komma angezeigt.
Und jetzt nochmal ohne Filter. Filter weg. Speichern und ausführen. Irgendwas eingeben. 10,56789. 3,23456. Da werden eben viel mehr Zahlen angezeigt. Das war User Power von Home Screencast. Ciao und viel Glück.